Hey Leute, heute Michi am Start. Jetzt gerade hat er noch mal kurz ein paar Minuten nach dem Training Zeit. Und ich weiß, Wondorf, es tut mir leid, ich wollte ja eigentlich die Leg Kicks machen, aber jetzt nach den Fitnessboxen sind leider die Kickboxer alle ausgeflogen. Und jetzt zeige ich nur mal schnell die faule Nummer für die Boxer vor. Aus meiner Sicht faule Nummer. Ich verbabbel mich so ein bisschen. Die faule Nummer, die mache ich, hatte ich ja gesagt, weil ich rechts vorne stehe, ne? Und über rechts arbeite. Ich glaube, das habe ich schon mal in dem Auslagenvideo gesagt, wieso ich rechts vorne stehe. Weil über die linke, ich bin immer ein großer Fan, über die Führhand viel zu arbeiten, weil über die Führhand bestimmt ihr eigentlich so ein bisschen, also ihr schaut immer nach der Distanz zum Gegner und ihr könnt immer euch ein bisschen rantasten, beziehungsweise betastet ihr den Gegner. Falls er angreift, könnt ihr jetzt immer noch schnell reagieren, das heißt weggehen, ausweichen. Ja? Das könnt ihr nämlich über die Führhand alles sehr gut bestimmen, weil dadurch habt ihr Reichweite, ne? Ihr habt Distanz. Und Distanz ist halt wichtig, um auszuweichen. Je mehr Distanz ihr habt, desto mehr Zeit habt ihr einfach zum Ausweichen. Ja, da funktioniert es ganz gut. Ich bin ein großer Fan, halt viel über die Führhand zu arbeiten. Und ich habe halt links ein bisschen zu wenig Saft drin. Ja? Deshalb die Führhand die ganze Zeit lange oben zu halten. Deshalb stelle ich mich meistens rechts hin, weil rechts ist mein starker Arm. Und bin dann rechts mit der Führhand mehr am Arbeiten. So, weil die Muskulatur hier einfach länger durchhält als die linke. Das ist so mein Ding. Jetzt für euch die faule Nummer. Die faule Nummer ist gar nicht so faul, weil, wie gerade eben gesagt, es ist schon relativ anstrengend, mit dem Arm zu arbeiten. Ich sehe das als faule Nummer, weil ihr euch den Kampf dann nicht unbedingt stellen müsst. Ey, ihr könnt ausweichen und dadurch, dass ihr ausweicht, den Gegner ausmanövriert, könnt ihr Energie sparen. Ja? Das ist mir ganz anders, wie als wenn wir uns hinstellen und hier die ganze Zeit boxen, ja, kostet es mich viel Kraft. Wenn ich für die Führhand arbeite und eben hier ein bisschen ausfänzel, ja, dann ist es wirklich nur die Schulter, die leidet, die Muskulatur, ja, und die verbraucht aber nicht so viel Kondition. Ja. Da macht die Muskulatur halt irgendwann mal schlapp. Wenn sie gut trainiert, wird sie auch die Runden durchhalten. Ja. So, die andere faule Nummer wäre, wenn ihr stabil seid, ja, gut nehmen könnt, ja, dann stellt euch halt hin und lasst den anderen arbeiten, ja, und seid dann hier hart raus am Arbeiten. Ja? Schön aus der engen Deckung. Ja? Das wär die andere faule Nummer. Ja? Mache ich dann, wenn ich absolut keine Luft mehr habe. Aber das Intelligentere ist halt, hier über die langen Arme zu arbeiten, wenn man die Möglichkeit hat. Gut, und hier zum Trainingsaufbau dafür nur mal so ein paar Tipps. Und zwar könnt ihr euch erstmal hinstellen und erstmal ganz locker. Einfach nur ein Jab raus. Ja, das heißt, der Partner, der zeigt euch immer die linke Hand an. Ganz locker hin. Mal eins, mal zwei. Ja. Mal eins, mal zwei. Und hier ist auch wieder wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr nicht zu nahe kommt. Ja? Ich will den ja auf Distanz halten und will über meine Führhand die Distanz halten und auch bestimmen. Ja? Wenn ich dann zu schnell hier boxe, zu nah kommt, jetzt bin ich in seiner Reichweite. Jetzt ist es gute Nacht für mich. Ja, das ist dann nicht intelligent. Ja, schön lang hier. Auf Distanz. Ja. Wenn wir jetzt kämpfen würden, ja, langt es dann auch, dass ich ihm einfach nur auf die Deckung haue. Ja. Das heißt, wenn wir im Kampf wären, stelle ich mir den Kampf. Genau. Wenn ich ihn hier auf die Deckung haue, das stört ihn schon und das hält ihn schon auf Distanz. Ich muss ihn nicht unbedingt um jeden Preis treffen. Also im Gesicht, ja, oder zum Körper. Es langt, wenn ich ihn hier einfach auf die Deckung haue. Ja. Das funktioniert ziemlich gut. So. So baue ich das erstmal auf. So. Dann habe ich die Möglichkeit, oder beziehungsweise ich der nächste Trainingsschritt für mich ist, Michi, halt mal die linke hin. Ja? Ich halte die linke raus, ja? Ausgestreckt, so wie wenn ich die ausboxe. Ja? So. Und jetzt hält der Michi mir dann die rechte hin, ja? Und sobald sie aufblitzt, sobald er sie. Stell uns mal so hin, halt sie erstmal auf Brusthöhe, ja, und dann drehst du einfach raus. Ja. Sobald sie ausdreht, gehe ich dann mit der rechten rein. Ja, das, und dann wieder links halten. Ja.
Okay, das simuliert so ein bisschen die Linksarbeit hier über die Führhand. Rechts gehe ich lange rein und wieder lang raus, ja, dass ich auf Distanz bin. Jetzt brauche ich Geschwindigkeit. Ja, ich will schnell rein, schnell wieder auf Distanz. Ja. Das ist so die Arbeit. So, gut. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Ja. Und ich bin ein Fan, mehrere Möglichkeiten zu haben, weil sich der Gegner irgendwann auf diese Möglichkeit einstellt, dass ich die Rechte gerade von hinten ballere. So, die nächste ist, Michi hält den Handschuh hin und dann lässt ihn kurz vom Körper aus quasi so wegblitzen. Ja. Und ich komme dann mit einem langen Schwung, ist fast wie ein Schwinger, ja, von unten hoch. Ja. Und dann wieder lang. Halt den nicht zu weit seitlich, sondern mehr zur Körpermitte. Ja. Da sind wir wieder, wenn wir halten, versucht immer ein bisschen enger zu halten. Ja. Also auf Körpermitte, links hoch, boom. Hier zeige ich an, hier zeige ich die rechte an, hier zeige ich die an, da die rechte, da die. Ja. Dass ich auf eng arbeite. Ja. Das heißt, ich habe ja nicht immer so einen Klotzgegner vor mir. Ja. Das ist schöne enge Arbeit. Ausgestreckt hier. Und dann wieder lang. Seht ihr das? Ich habe Distanz. Lange Arm, kurz ran und raus. Ja. Simuliert so ein bisschen. Wenn er vielleicht im Doppeldecken nach vorne will, komme ich hier mit dem Aufwärtshaken kurz und habe den wieder auf Distanz. Ja. So. Eine dritte Möglichkeit auch wieder für euch, wenn ich ein Training aufbaue. Das heißt, ich übe einmal hier, boom, die Gerade, einmal hier, den von unten hoch. So, und jetzt kommt die Überhand. Ich nenne sie so, ihr wisst es ja. So, da hält der Michi die leicht angeschickt hier so hin. Das heißt, die linke erstmal hier aufblitzen lassen und dann nicht zu mir gedreht, sondern seitlich. Also ruhig hier ein bisschen seitlich. Hier, seitlich, und boom, komme ich von der Seite. Ich lehne mich hier rüber raus. Ich knall das Ding hier von der Seite rein. Und dann aber wieder auf Distanz. Schnell arbeiten. Mal bin ich hier, halt auf Distanz über lang. Boom, die Gerade. Mal boom, von unten hoch. Mal boom, die Überhand. So, es kostet Kraft. Ja? Aber so könnt ihr am Anfang schauen, dass ihr auch die richtige Distanz habt. Wenn ihr nur am Boxen seid, wenn ihr jetzt hier, seht ihr das, mein Arm wird müde und dann boxe ich nur noch so aus hier, ja, nur noch so. Ja. Das verschenkt Distanz, das ist die lange Distanz bei mir. Ja. Deshalb halte ich den Arm erstmal ausgestreckt und durch diese Rotation, die ich mir beitrainiere, ja, da kriege ich Kraft rein. So, und dann könnt ihr hingehen, Partner hält hoch, die nächste Schwierigkeit, die macht eure Schulter dann mal so richtig platt, ja, aber ihr seid am Tippen hier. So. Ich könnte es ein bisschen lockerer machen, aber die ganze Zeit am Arbeiten. Ja? Er hält die linke immer hoch, immer am Arbeiten, lang arbeiten. Er zeigt immer an, boom, kurz raus und dann wieder lang über links. Boom, kurz. Und dann müsst ihr wieder schauen, teilt die Kraft ein. Ja? Die linke, die kommt so mit halber Härte. Halbe Härte bis vielleicht ein bisschen weniger. Ich gucke. Ja? Die rechte kommt mit fast voller Wucht. Ja, da muss ich boom, kurz und dann wieder lang arbeiten. Boom, boom, boom. Ja, voll hoch rein und dann wieder raus. Deshalb die Übung von Anfang an. Langer Arm, boom, hopp, Distanz halten. Ja. Und dann später hier lang, 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 boom, lang, 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 boom, lang, lang, boom. Und dann wieder lang arbeiten. Das wäre, danke Michi, das wäre so ein Tipp für einen Trainingsaufbau für Distanz. Ja. Ist nicht absolut faul, das kostet doch schon sehr viel Kraft, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Die faule Nummer, dass ich mich dem direkten Kampf, dem Schlagabtausch versuche zu entziehen.
Ich versuche meine Punkte zu machen und bin wieder raus, ja? Und versuche ihn auf Distanz zu halten. Cool. Vorweg, falls euch meine Videos gefallen, ihr könnt auch gerne mal in meinem Zweitkanal vorbeischauen. Da ist es noch relativ unregelmäßig, aber ich versuche da jetzt auch immer ein bisschen mehr Gas zu geben bei Wullis Welt. Ja? Das war mein Spitzname von einem Kumpel, Wulli. Und da gehe ich dann auf Reisen. Oder ich interessiere mich ja auch für Mittelaltermärkte oder verschiedene andere Sachen, die ich dann experimentiere oder versuche herauszufinden. Und versuche den Leuten auch von den Reisen ein schönes Bild zu machen, beziehungsweise ja, was man da so erleben kann, was man da so machen kann. Jetzt war Rom aktuell, ja, oder ich möchte auch hier die umgebende Umgebung mal besuchen und euch da so ein bisschen ein Bild für zeigen, was bei mir vor der Haustür jetzt quasi hier so alles am Start ist und dass sich das lohnt, hier mal vorbeizuschauen. Cool, Leute, bis bald. Ciao. Oh, ich schwitze jetzt mehr wie...